Hey Leute und herzlich willkommen zu unserer Netzwerktechnik-Serie wieder mal. Heute geht's um FTP, das heißt das File Transfer Protocol, das von relativ vielen wahrscheinlich immer noch verwendet wird, auch wenn man mittlerweile SFTP verwenden sollte. Dazu habe ich allerdings letztes Mal schon was gesagt. SFTP ist im Endeffekt SSH für FTP. Und deswegen einfach die sichere Variante von FTP. Das heißt, wir brauchen eben Wissen über SSH, was wir letztes Mal gemacht haben, und FTP, was wir heute machen wollen. So, FTP hat erstmal zwei Ports, die es verwendet, standardmäßig 2021, zumindest im passiven FTP, aber das werden wir uns gleich noch genauer angucken. Und es gibt auch zwei Modi, also aktives und passives FTP. Gucken wir uns auch gleich an. So. Also zunächst einmal, warum brauchen wir eigentlich zwei Ports? Naja, der erste Port ist der Steuerport, das heißt der 21er Port ist der Port, da sage ich sozusagen, hey, pass auf Server, hier kommt gleich eine Datei und zwar, die ist so und so groß und landet jetzt gleich bei dir auf Port 20, während Port 20 eben wirklich für diese Daten ist. Das heißt, da kann ich einfach die ganze Zeit Daten schicken. Über Steuerkanal kann ich dann zum Beispiel eben auch sagen, retransmit oder lösch die Datei oder lass es einfach bleiben und vergiss, was ich gesagt habe. Solche Sachen kann ich über den Steuerkanal machen und über den Datenkanal schicke ich einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Daten. Ja, und das ist ziemlich cool. Allerdings natürlich die unverschlüsselte Version, also FTP, nicht SFTP, ist einfach mit Passwort, logischerweise bei einem FTP-Server loggt man sich immer mit Passwort ein und das ist absolut im Klartext übertragen. Das heißt, wenn irgendjemand Zugriff auf die Leitung hat, also zum Beispiel auf meinen Router oder sowas, oder sich bei mir ins WLAN reingehackt hat, dann kann der einfach das Passwort mitlesen und hat dann natürlich Vollzugriff danach drauf. Allerdings gibt es natürlich SFTP mittlerweile, das ist natürlich dann die verschlüsselte Version davon. Okay. Und ja, als Alternative gibt es den Anonymous FTP, da kann man sich einfach irgendwie einloggen sozusagen, das ist einfach ein öffentlich, mehr oder weniger unverschlüsselter, für alle zugänglicher und ja, einfach ein öffentlicher File-Transfer-Server sozusagen. Okay, dann, wie funktioniert erstmal aktives FTP? Sorry, da wollte ich eigentlich nicht drauf kommen, das war gerade mein Ellenbogen. Und zwar, ja, wie funktioniert aktives FTP? Das ist das, wo wirklich auch Port 2021 verwendet werden und dann beim User zum Beispiel Port 1337 und 1338, völlig egal. So, zunächst einmal bauen wir natürlich eine Verbindung auf. Das machen wir auf dem Steuerkanal, weil der Steuerkanal, der ist ja erstmal dafür da, damit er weiß, wenn wir Daten schicken wollen, wenn wir uns sozusagen anmelden wollen, ist das ja auch eine Art von Steuerung. Das heißt, wir wollen eine Verbindung aufbauen, sagen, hey, wir wollen uns zum Beispiel mit PHP authentifizieren oder sowas, wir schicken das Passwort hin und so weiter und so fort und der sagt dann Acknowledgement, also ACK. Ja, und dann können wir sozusagen Dateien übertragen, zum Beispiel eben vom Server, also über dem sein Port 20 auf unseren Port 1338, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche Dateien runterladen wollen, was häufig der Fall ist. Und dann können wir natürlich auch noch irgendwie Bestätigungen schicken oder Dateien wieder hochladen, wie wir wollen. Im Endeffekt überlässt FTP aber die Flusskontrolle, also dass eine Datei auch wirklich komplett ankommt, überlässt FTP komplett dem TCP-Protokoll. Das heißt, das macht da überhaupt eigentlich gar nichts. Also wir können da einfach Dateien zum Beispiel hochladen und so weiter und so fort und können uns darauf verlassen, dass die auch wirklich ankommen, weil wir haben ja TCP unten drunter, was einen zuverlässigen Dienst hat. Ja, ziemlich cool eigentlich und so werden einfach Dateien übertragen. Relativ simpel. Problematisch wird es hier jetzt allerdings, wenn wir hinter einem NAT sitzen oder hinter einer Firewall sitzen, denn dann kann der Server nicht einfach Dateien an unseren Port 1338 schicken, weil der Port wird dann einfach nicht freigeschalten für uns. Das habe ich euch auch schon mal erklärt, als wir über NATs geredet haben. Der Port ist dann einfach sozusagen, er kann keine Verbindung eingehen. Wir müssen erst eine Verbindung eingehen, damit man an uns Daten schicken kann. Und das ist natürlich problematisch. Das bedeutet, ja, dafür gibt es dann passives FTP, damit das überhaupt noch funktionieren kann. Und das machen wir so. Also, ich meine, natürlich kann ich hier immer noch eine Verbindung mit Port 21 aufbauen. Aber wenn ich dann eben auf Port 21 eine Datei anfrage vom Server und der Server sagt dann zum Beispiel zu mir, okay, ich schicke dir die Datei. Ja, wie soll ich die dann empfangen? Denn ich empfange ja nicht auf dem Port, auf dem ich eine Verbindung mit dem Steuerkanal aufgebaut habe. Also ich empfange ja nicht auf 1337. Der Port hier kann Sachen empfangen vom Server. Aber das Problem ist natürlich hier, ich will die Datei auf Port 1338 empfangen. Und dieser Port hier hat noch keine Verbindung mit dem Server aufgebaut.
Sprich, er kann noch keine Dateien empfangen, weil eben die Firewall oder das NAT eben das Ganze nicht zulässt. Haben wir schon lang und breit uns drum gekümmert. Und deswegen gibt es auch passives FTP, das dann immer noch genauso was macht. Hier wird ein Port verwendet auf dem Server, der größer ist als 1023. Und ja, dann wird im Endeffekt hier wieder eine Verbindung aufgebaut und es wird in der Antwort vom Server der Port mitgeliefert, auf den man sich verbinden soll. Das heißt, damit eben, damit wir wissen, okay, jetzt kann sich Port 1338, der Port, auf dem ich die Datei empfangen möchte, der kann sich jetzt mit dem Port zum Beispiel 1024 verbinden und kann dann logischerweise auch die Datei empfangen. Und das ist jetzt dann das passive FTP. Das funktioniert auch, wenn wir hinter einem hinter einer Firewall oder hinter einem NAT oder sowas sitzen. Das funktioniert wunderbar. Und das ist auch eigentlich der Standard heutzutage, der verwendet wird. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.